Oh Mann, ey, jetzt muss man hier die ganze Zeit aufpassen. Was ist das denn für Nee. ein Scheißspiel? Kannst auch einfach durchrennen, aber. Aber warum bin ich dann hydrated? Ich verstehe das nicht. Mama. Irgendwas ist an meinem Bein. Also in echt. I. Ah, juck. Was hast du nur? Bah, hast du ein Bein? Haare. Ey, Bah. fährst du morgen mit dem Auto? Mit Haaren? Nee. Ich hab morgen zu zweiten. Nee. Ich hab morgen Geschichte zuerst, dann muss ich diesen Kack-Vortrag halten. Aber Sei ruhig. ich werde morgen erst zur dritten einfach kommen, weil ich schwänze dann Englisch, wir gucken eh nur einen Film. Und Englisch ist nicht Cool. so wichtig. Nee, Englisch ist auch nicht wichtig. Nö, ist auch nicht für mich wichtig. Hast du LK? Nee, ne? Ich hab's nicht beim Abi. Was hast du? Ich hab's nicht mal im Abi. Ich hab kein Geschick. Englisch habe ich nur als normalen Grundkurs. Ohne Abi. Ach so. Ach, Abi, ich hab Avi verstanden. Leckt das bei euch eigentlich auch so? Nö. Nee, das liegt daran, dass du einen Laptop hast. Ja, aber das ging eigentlich noch in den letzten Tagen. Wieso hast du einen Laptop? Wieso schwimmt bei mir wieder alles? Wie als ich mal diesen den einen Mod hatte für Minecraft. Da waren noch die ganzen Wände, die sich so bewegt haben wie das Wasser. Ja, genau. Das hatte So ich ja ist auch. das, so ist das hier. Hä, aber wie kommt das denn? Der Wald da hinten, der schwimmt so. Ja, vielleicht ist der. Ja, bei mir wackelt der auch so ein bisschen, Oh, aber. leck mich Ja, am mir wackelt es total alles. kannst du das ignorieren oder ist das schlimm? Nee, kann ich ignorieren, aber schon komisch, wenn der Wald so wackelt. Wieso sind wir jetzt eigentlich. Warte mal, es ist abends, ne? Müssen wir dann. Nicht eigentlich. Zur Sonne hinlaufen, weil die am Westen untergeht? Ist das so, hier ist das hier schon so. Ich glaube schon, ja. Ja, außerdem sind wir ja gerade eben noch auf die Sonne zugelaufen. Jetzt laufen wir auf einmal so von der Sonne weg. Hier ist aber eine Straße. Welche könnte das denn sein? Ich habe keinen Durchblick auf der Karte. Nicht? Das müsste die Straße sein. Lass uns einfach weitergehen. Jetzt läufst du wieder nicht zur Sonne hin. Ist doch egal. Ja, warte mal, ich rate mal gerade, wo wir sind. Wir sind, glaube ich, ungefähr hier. Ich habe mal gerade meine Position markiert auf dem Ding. Ja, du bist so ein cooler Typ, Junge. Du bist ein richtiger Hecht. Hey, ich habe übrigens ein Handy. Wollte ich nur mal gesagt Wir haben. sind schon da hinten. Ja, weil es kann gut sein, dass das gerade die Straße war. Weil von der Nee. anderen sind wir ja runtergegangen, die dahinter war, also die weiter rechts ist. Wir sind doch nicht schon so weit gelatscht. Natürlich. Doch, das kann ziemlich gut sein. Mit gut sein geht uns gut. Boah, hier geht ein Berg hoch, ey. Das mag ich ja total nicht. Ich kann auch einen Berg hochrennen, ey. Das sollte man nicht so anstellen. Das sollte so eine Ausdauerleiste geben. Nee, das wäre auch doof. So wie bei, hast du GTA San Andreas gespielt, wo man dann ins Fitnessstudio gehen muss, um stärker zu werden und so? Nee. Ja, das brauchst du dann für manche Missionen, musst du dann ins Fitnessstudio gehen, dann musst du ein bisschen pumpen und dann kannst du die Mission erst starten. Oder wenn du zu Beckes gehst oder zu Burger Shot oder wie die heißen, dann wirst du fett und verlierst Muskeln und so. Echt? Ja, das heißt, du musst immer darauf achten, dass du. Das gibt's in den ganzen anderen GTAs gar nicht, ne? In den Nee, nee, das neueren. gibt's nur in. Wobei, du kannst auch Burger essen in GTA 4, aber das ist, glaube ich, nicht so extrem. Ja, das ist schon mehr Sims als GTA. Aber es ist auch. Also, ist irgendwie auch cool. San Andreas. Ja, also das Das war Spiel das selber ist. berühmteste, oder nicht? Ja, es ist eigentlich das Beste. Mit Vice City. Finde ich. Bisher. Laufen jetzt gerade wieder so von der Sonne weg, aber ist auch okay. Nee, es ist nicht schlimm. Hier, guck mal, da sind Zäune. Die Zäune sind ungefähr da, wo diese. Ja, da vorne ist schon, glaube ich, dann Navi Sobor oder Novi. Ich habe mal geguckt, was das heißt, ne? Novi Sobor. Ich habe es aber wieder vergessen. Ach so, genau. Novi Sobor heißt neues Sobor. Toll, ne? Genial. Und Stari Sobor heißt altes Sobor. Warte mal, ich muss mal irgendwas essen. Soll ich dich mal schlagen? Ach so, was essen? Okay. Das erlaube ich dir. Eat. Gut, dass ich Feuerholz mit mir rumtrage und alles. Gut, dass der schmatzt. Ich habe auch Feuerholz. Wie kann man Feuer machen? Haben wir Feuerzeug oder so? Nee.
Kann man schon mit Batterien, gibt es schon so, wie so Feuersteine oder also so, weißt du, diese... Ich hab Streichhölzer dabei. Ach ja, die hatte ich ja. Nee, die hatte ich. Kann man zum Beispiel mit Streichhölzer und dann so Spraycan und dann so sprühen und dann so übelst geil machen? Das wäre geil, ja. Aber die Spraycan kann ich wegschmeißen, da war 0%. Ja. Gut, dass du die dabei hast. Aber ich hab Duct Tape. Aber vielleicht kann man das auch mit den Kohletabletten machen. Keine Ahnung. Da ist ein Hütchen. Da hinten ist auch irgendwas, oder? Ja, da hinten fängt Nobiso an. Kann das sein? Nobiso, boah, kann das sein? Ja, das fängt jetzt an. Bald. Später. Und wie viele Zombies laufen mittlerweile hinter dir her? 100? Dennis? Ja, ich bin nie losgeworden, aber ich bin jetzt kreuz und quer hin und her gelaufen. Jetzt weiß ich nicht, wo ich bin. Irgendwo außerhalb. Kreuz und Querz-Tastatur. Ja, das hat 10 Minuten gedauert, bis ich losgeworden bin. Aber da vorne ist irgendein Schild. Kann man eigentlich auch von vorne auf seinen Charakter irgendwie drauf gucken? Also, dass man das Gesicht sieht? Ja, wenn du das Inventar öffnest. Ja, nein, ich meine so beim Laufen. Ach so, nö. Ich muss dann immer so rumdrehen, um Jascha anzugucken. Das mache ich. Du kannst auch Alt drücken. Alt? Ja. Wenn ich Alt drücke, dann hüpft er bei mir. Ja, dieses nach hinten umlegen. Ja. Ja, dann kann ich aber nur so meinen Kopf von der Seite angucken. Ich will ja mit meinem Charakter ins Gesicht gucken. Stehst du auf den? Mhm. Ja, hallo. Guck dir den mal an. Wieso gehen wir nicht da hinten in das Haus noch? Welches hinten? Welches? Hier, wenn man da nach da guckt. Ich hab keine Ahnung, was du meinst. Nee, ist doch egal. Wir laufen jetzt durch eine ganze Stadt mit 3 Millionen von diesen Häusern. Wir haben genug. Noch sind wir nicht in der Stadt. Ja, das ist jetzt aber jetzt das letzte Haus vor der Stadt. Sicher? Ja. Also wie gesagt, ihr könnt euch ruhig Zeit lassen. Ich brauche noch ein bisschen. Würden wir so oder so. Ja, dann. Wir sind jetzt da. Wir sind jetzt schon beim Airfield und beim Military Base. Wir sind eigentlich schon durch, haben das Spiel schon durchgespielt. Jetzt sind wir fertig über die Map. Wir haben gerade den... Ja, warte, Jascha, pass auf. So, zack, jetzt haben wir den Endgegner besiegt. Geil. Ja. Jetzt haben wir alles Gold, was man im Spiel haben konnte. Jetzt archiven wir unsere Axt ins Unendliche. Und jetzt haben wir die Feuerwehr Multi Super 3000 Axt. Und wir haben schon Ritterrüstung und so. Ja. Und wir können auf einem Besen reiten. Ja. Der heißt Kartoffelbrei. Meine Pistole, hier, nee, die Mosin, die heißt jetzt Kartoffelbrei. Sind wir gerade auf der Roten Straße? Ja, genau. Sind wir gerade hinter Guglov? Guglov? Guglovo? Das ist Guglovo? Ja. Hey, wo bist du denn? Hier unten. Unten, mal, wenn da, wo du den letzten Point hingemacht hast. Ja. Da senkrecht nach unten. Genau, ja, wir sind jetzt im Prinzip, warte, wir sind gerade an dieser Querstraße vorbeigekommen, ja. Das heißt, wir sind jetzt da, wo meine Position ist. Okay. Hier ist aber auch gar nichts drin. Gut. Ja, sehr gut. Ich bin froh, dass da nichts drin war. Scheiße, stell dir vor, da wäre es drin gewesen. Hätten wir es nachher noch gefunden. Und vielleicht sogar gebraucht, weißt du nicht. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Der hätte ich deinstalliert, das Spiel. Ja. Hauptsache ist so ein Zaun so voll unnötig. Nein, das ist total wichtig, damit man nicht. Guck, jetzt hat er uns nämlich hier jetzt schon gefangen. Ja, Hauptsache ich hüpfe dagegen und back dadurch. Auf einmal. Hast du einen Kuchen gebacken? Ja. So. Für den Zaun. Ja, weil ich Hunger hatte. So. Nimmst du eigentlich auf? Ja. Das wird bestimmt richtig lustig. Nee. Jan Henseling will sich die angucken. Ja, ich glaube, ich hau jetzt 3 Folgen pro Tag raus, weil ich habe einfach so viele. Weil du halt so voll gronkt bist. Ja, ich bin halt zweimal gronkt, ne? Copyright, ne? Hier. Wieso Copyright? Darf man gronkt sagen? Nee, das ist eine eingetragene Marke, aber ich glaube, sagen darf man die. Darf man Hurensohn sagen?
Ist das auch eine eingetragene Marke? Keine Ahnung. Die Hurensohn Corporation. GmbH. AG. Hast du gesehen? Ich wurde voll weggestromt. Das sah aus, als würdest du das Ding tragen auf deinem Rücken. Ja. Also den Rucksack. Deswegen wurde ich auch weggestromt. Ja. Nur wieso, weil das ist, sieht aus, als ob das auf dem Meer wäre, weil das so hin und her wackelt, so blöd. Mir nicht. Bei mir schon. Ey, ist da ein Kirchenturm? Nee, das ist ein Keller. Achso, nee, steht, das ist nur der Eiffelturm, ne? Der hat sehr hohe Deckenhöhe, der Keller. Der Eiffelturm in Russland. Ja, genau. Ja, also im Prinzip die freie Statue. Ich habe ein Video eben gesehen, es gibt russische Leute, die, also Russen heißen die. Kommen die aus Russland? Ja. Nee. Die, Dennis Merzin die, auch. Ja, ist mir doch egal. Die gehen ins Internet und melden sich so auf so schwulen Plattformen an und vereinbaren so Treffen mit welchen. Und die kommen dann da hin und dann sind, das ist das so eine riesige Gruppe, die dann total. Scheiße, warte mal. Die Oha. Die vereinbaren sich zum Treffen und kommen dann auch dahin. Ja, die vereinbaren. Okay, das ist heftig. Treffen das mit Schwulen und dann sind die so zu zehnt oder so. Es gibt Videos, da haben die den bis auf die Unterwäsche ausgezogen, andere Klamotten verbrannt und dann mit Schlag, die mit Schraubenschlüsseln und so verkloppt und so. Voll bescheuert. Ach, ja. Ja, das ist, ja gut, das ist wirklich heftig. Die Russen sind so eine Art besonderes Volk. Noch unzivilisierter als die Amerikaner. Ich verstehe nicht, wieso das jetzt auf einmal, die erlauben sich so viel. Genauso, das dass stimmt. Jetzt Putin da Pussy Riot freilässt, nur um mehr Leute für die Olympia, für Winter Olympia zu kriegen. Dass die Sportler nicht einfach sagen, da gehen wir nicht hin. Also, weiß ich nicht. Klar, kommt da ein Zombie? Geld. Ja, da vorne läuft ein Zombie. Okay, warte. Schießt du oder soll ich? Nee, ich schieße. Ist ja auch nicht auf. Soll ich mal schießen? Ja, schieß, Alter, der ist schon bei dir. Oh, ich hab keine Muni mehr. Schüsse locken die übrigens an, also. Ja, scheiße, ich blute. Du sitzt da und sitzt da. Soll ich schießen? Der steht von vor dir, haut auf. Oh, keine Muni mehr. Das ist ein Depp. Einfach einmal mit der Feuerwehraxt draufhauen, dann ist der tot. Scheiß auf Schießen, da kommen vor allem den alle anderen noch. Ja. Das und ist auch überhaupt nicht unaufmerksam, wenn hier irgendwelche Mitspieler in der Stadt sind. Nee, das, da habe ich auch extra drauf geachtet. Ich würde sagen, wir gehen erst von hier hinten. Okay, also soll ich jetzt die Pistole gar nicht benutzen? Nee. Nur bei Gegnern. Bei Endgegnern auch. Ja, bei... Oder wenn Bushido vorbeikommt. Beim bösen Wassergolem oder so. Ja. Der kommt ja bestimmt hinten am Wasserfall. Oder dem gemeinen Goblin oder... Ja. Feuerdrachen kann ich ja auch damit abschießen. Böser, stolzer Alpha-Wolf oder so. Komm, wir gehen in das Rote Haus hier, ne? Du willst gehen? Ich duck mich. Okay. Alter, ich höre Zombies. Voll unüblich in dem Spiel. Da ist aber einer. Warte, den töte ich kurz, okay? Wo bist du? Da, ich hab ihn getötet, okay. Ja. Warte, lief da gerade von da oben auch eine? Nee, ein Zombie. Was? Ich dachte.